Und wir haben hier einen Kandidaten, nämlich den Spandauer-Kandidat von der Partei Die Partei. Und der wird jetzt sagen, warum er denn der Meinung ist und die Partei denn unbedingt Kameraüberwachung möchte. Wir müssen ja auch mal eine andere Stimme hören hier, nicht wahr? Wir sind ja nicht nur so einseitig, nicht wahr? Also freue ich mich sehr, dass er da ist. Ravin, komm her und erzähl uns mal was über deine Kandidatur. Ja, schönen guten Tag. Wir als, da darf man gerne nochmal applaudieren, ja, also das ist, ja, ich kann hier auch nochmal so ein bisschen winken oder sowas, ja. Wir als Partei, Die Partei, verstehen uns ja als der politische Arm aller Parteien. Und dementsprechend sind wir das natürlich komplett gewohnt, auf verlorenem Posten zu stehen. Umso mehr freut es mich bei einem Anliegen, welches ganz Berlin betreffen wird, dass heute hier Zehntausende von Leuten sich versammelt haben, um diesen hehren Anliegen hier am Südkreuz ein bisschen Ausdruck zu vergeben. Und dennoch haben wir vielleicht da unterschiedliche Positionen, weil wir natürlich prinzipiell auch aus technologischer Sicht natürlich für mehr Überwachung sind. Das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist natürlich der, wenn man jetzt so einen Anschlag hat, wollen wir uns natürlich zukünftig nicht auf die verwackelten Handybilder oder sowas verlassen, sondern wir brauchen natürlich auch zur Medienaufbearbeitung, brauchen wir natürlich hochauflösendes Bildmaterial, dass man so Sprengungen und Ähnliches viel einfacher vermarkten kann und besser umsetzen kann. Dazu brauchen wir natürlich vernünftige Kameras, die großartige Bildmaterialien uns liefern, mit denen wir dann schön sehen können, was passiert ist und das Ganze in den Nachrichtensendungen kapitalistisch schön ausarbeiten können. Der zweite Grund ist natürlich, wir erinnern uns vielleicht ganz gerne auch noch an das Jahr 2006 zurück, wo die Deutsche Bahn sich schon hervorgetan hat mit einem großen Überwachungsskandal und ihre eigenen Mitarbeiter überwacht hat. Sie hat dort also große Erfahrungen gemacht. Sie hat Mitarbeiter bespitzelt, sie hat geschaut, wo diese Mitarbeiter einkaufen gehen. Sie hat geguckt, was diese Mitarbeiter in ihrer Freizeit machen. Und wir sind der Meinung, das ist eigentlich im Prinzip kein schlechtes Konzept, das sollte man ausbauen auf zum Beispiel den Vorstand der Deutschen Bahn, den könnte man mal überwachen. Und dementsprechend wäre auch hier in den Vorstandsetagen der Deutschen Bahn durchaus mehr Kamera wünschenswert, natürlich am besten gleich auch mit Veröffentlichung des Materials. Warum man jetzt dieses Ganze allerdings dann hier ausgerechnet im Publikumsverkehr machen muss, wo Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn eher selten anzutreffen sind, erschließt sich uns noch nicht ganz. Aber wir werden dies weiterhin beobachten und freuen uns, dass wir heute hier so zahlreich erschienen sind. Vielen Dank.